Am 30. April präsentierten zum 26. weltweiten Tag der erneuerbaren Energien die Stadtwerke Schwerin und die WEMAG AG ihre Themen in der Öffentlichkeit. Die Energie- und Wärmeversorger boten informative und unterhaltsame Aktionen. Der Fokus dabei klar auf der klimagerechten Energiewirtschaft. Die Stadtwerke Schwerin luden zum Tag der offenen Tür auf das Gelände ihres Heizkraftwerkes Schwerin Süd. Das Kraftwerk wird gerade aufwendig saniert. Wir sind natürlich vom ersten Tag der erneuerbaren Energien an dabei. Das ist ja ein Aktionstag, der ganz mecklenburg-vorpommernweit im Prinzip begangen wird. Und wir haben natürlich als Stadtwerke Schwerin auch eine ganze Menge dazu beizutragen. Wir wollen es natürlich auch so ein bisschen der Gesellschaft öffnen. Wir nutzen das hier so ein bisschen als Tag der offenen Tür für uns und haben natürlich alle Schwerinerinnen und Schweriner hier zu diesem Aktionstag eingeladen. Auszubildende der Stadtwerke Schwerin zeigten, wie erneuerbare Energien funktionieren. Es gab Führungen durch das Kraftwerk. Mitarbeiter erläuterten die Funktion der neuen Anlagen. Mobilität ist natürlich, also wir brauchen für die Klimawende, natürlich für die Energiewende natürlich auch eine Mobilitätswende. Deswegen zeigen wir hier die ganze Bandbreite der Elektromobilität einmal auf. Am Tag der erneuerbaren Energien blicken die Stadtwerke Schwerin auch auf ihre eigene Entwicklung in diesem Bereich. Was bietet uns das? Wo geht die Reise hin? Es ist auf jeden Fall ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Und den wollen wir natürlich mit bewegen und mit dem Weg wollen wir auch uns engagieren und nach vorne gucken. Die WEMAG AG gewährte am 30. April Einblicke in ihr Werk in der Neumühler Straße Schwerin. Im Rahmen von Führungen konnte einer der größten Batteriespeicher Europas besichtigt werden. Auf dem Gelände gab es Attraktionen für den Abbau überschüssiger Energien. Ja, hauptsächlich geht es natürlich darum, den Batteriespeicher vorzustellen. Warum steht er hier? Was macht er den ganzen Tag? Wie funktioniert das alles? Der Batteriespeicher an sich ist ja erstmal keine erneuerbare Energiequelle, sondern dient dazu, erneuerbare Energien halt besser in das Netz zu integrieren. Schon heute zählt die WEMAG AG laut Verbrauchermagazin Ökotest zu den 14 besten Ökostromanbietern Deutschlands. Auch in den kommenden Jahren wartet viel Arbeit auf den Energieversorger. Sie wollen ihren Beitrag für eine klimafreundliche Energiewirtschaft steigern. Ja, in Mecklenburg haben wir natürlich jetzt die Aufgabe, die Pläne des Landes weiter umzusetzen. Also die Verdopplung der Windeignungsgebiete zum Beispiel, aber auch PV-Anlagen. Und damit hergeht natürlich auch immer Stromnetzausbau. Und das ist für unseren Stromnetzbetreiber, der WEMAG Netz GmbH, natürlich eine sehr, sehr große Herausforderung. Die Stadtwerke Schwerin und die WEMAG AG engagieren sich im Verein Klimaallianz Schwerin e.V. gemeinsam für eine klimafreundliche Zukunft der Landeshauptstadt. Zu ihren Aktionen hatte die WEMAG einen Vereinspartner aus der Klimaallianz eingeladen, den Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, kurz BUND. Der BUND informierte über seine Arbeit und aktuelle Projekte. Informieren, begeistern, zum Nachdenken anregen. Das war für die Schweriner Energieversorger das Anliegen am Tag der erneuerbaren Energien.